Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Fast Food Simulator zusammen mit Leon. Servus. Bei unserer High Job Fast Food Competition oder Company. So, rein in die Wir haben Lade. übrigens doch was Neues freigeschalten, und zwar Mayo. 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 So. Ich kannte früher mal einen, mit dem habe ich früher im LS gezockt, ne? Der Ja. Typ war, keine Ahnung, deutlich älter wie ich. Und der hieß Mario, ne? Ja. Und ich hab das irgendwie damals nicht Oh geschnallt, weil nee. da war ich, keine Ahnung, da war ich so 12, 13 oder so. Ja. Oder 14. Und ich hab zu ihm immer Mario gesagt. Hatte dich irgendwann darauf angesprochen? Nö, ihn hat das gar nicht gestört, tatsächlich. Oder ist es ihm einfach nicht aufgefallen? Doch, aufgefallen ist es ihm schon, aber ihn hat es halt nicht gestört. Also, na gut. Ich hab dann, weil wir hatten dann auch immer so halbes RP gespielt, und ich dann Oh immer so, mein Mario! Gott. Ja, mein Gott, Alter, ich war jung. Oh, ich muss sagen, ich freue Jung, mich richtig. jung verzweifelt und pleite, was? Die LS-Aufnahme heute Abend wird cool. Oh Gott, die wird so ein Reinfall, Alter. Gerade unsere Börek-Meisterwahl, Alter. Oh Also Gott. ich kann ja schon mal, die Folgen kommen ja, also das kommt ja alles danach. Ja. Ich kann dich ja schon mal spoilern. Ich habe dich ja gestern gefragt, ob du eine Garage frei hast, ne? Also, du kennst ja den Biohubstrommann. Der ist ja morgen nicht da, weil er im Urlaub ist. Und er landet erst um 23 Uhr irgendwas. Also nur mal so zu Verständnis, er hat irgendwie gesagt, dass sein Onkel voll reich ist und so. Kann ja sein. Ach so, ja, das Also sagt man den schon. meine ich. Und der hatte bei der letzten Aufnahme hat er bei mir einen John Deere als Vorführer geholt. Also den hatte ich ja dastehen zum Verkauf. Also der ist direkt von mir. Der ist jetzt nicht über das über John Deere geleast. Ja, verstehe ich schon, verstehe Den ich hat schon. er dann geholt. Dann ging ich auf den Server. Also sein Auto hat er bei mir stehen lassen. Das Auto steht immer noch da. Seins. Und mein Traktor steht einfach irgendwo auf der Map. Bei irgendeiner Ortschaft auf dem Straßenrand. Deswegen, dadurch, dass sein Auto Ich jetzt schon kann so ja. lange bei mir steht, muss ich es abschleppen lassen. Ich kann dir aber auch sagen, warum der Schlepper da steht. Warum? Der hat doch den. War das ein 6R? Ja, ne? Ja. Den hatte er doch im Straßengraben versenkt. Ne, Und echt? dann hast du. Ja! Und dann hat er zu dir gesagt, ey, können wir den nicht. Kannst du den nicht Ah zurücksetzen? nee, das war sein Fendt. Den habe ich Ach zurückgesetzt. so. Ja, wenn der den 6R da in den Graben gefunden hätte, dann wäre aber. Oh, dann wäre es aber. Stimmt, ich kriege ja dann auch noch meinen 6R mit der Saatmaschine Ja. zum Ansehen. Ich habe das voll verpeilt, ne? Hättest du mir das gestern Ja. nicht noch gesagt, dass du wieder den noch bekommst, wer heute hier in die Aufnahme gesteppt, hätte mir gedacht, oh, wieder 6R. Wem gehört der denn? Der gehört niemandem. Nehme ich mir. Also da muss man dann unbedingt irgendwie gucken, dass man Ich das. hoffe, hast du gestern Abend nochmal gespult? Ich hoffe nicht. Nee, habe ich nicht. Okay, Ich zum hab's auf Glück. Null gelassen. Ja, aber nee, weil wegen mir können wir schon in den Oktober reinspulen. Ich weiß nur nicht, ob ich da mein Getreide noch ansehen kann. Deswegen muss ich da gucken, weißt du. Ja, sonst machst du halt. Weil wenn ich das nur noch im September ansehen kann, ist halt Kacke. Ja. Ich mache mir jetzt mal 3 Tablets heute. Mach. Dann sollte ich definitiv kein Fleischdefizit haben. Du kannst ja in der Zwischenzeit schon mal Börekpapier und so auslegen. Mach ich. So. Ach so, stimmt, das hier ist das Salat. Warte mal, den stelle ich mir mal hier so hin. Das Tablett stelle ich mir dann hier so hin. Das ist eigentlich ganz geil, weil ich kann das Fleisch halt immer direkt hier in diese Box reintun, weil da bleibt das Fleisch nämlich auch drinnen. Selbst wenn ich es dann in den Kühlschrank stelle.
Also das Fleisch sollte eigentlich überall relativ gut sein. Also natürlich, es wird immer ein bisschen über 100% haben. Das Ja, ist einfach klar. nicht anders machbar, weil so schnell kann ich das da gar nicht runterstapeln wie die unteren dann wieder. Da müsste ich dann jedes Patty mit einer halben Minute Verzögerung drauflegen, dass das wirklich immer Ja, da muss 100% hat, oder jedes wenn halt ich das einzeln, aber rausnehme. das macht keinen Sinn, jedes einzeln machen. Naja, das gibt ja gar keinen Sinn. Und 400, 200. Oh, das ist von der einen Seite noch gar nicht ganz fertig. So, genau. Aber da mache ich mir jetzt drei Tabletts, weil ich hatte gestern, oder ja, die Aufnahme davor im gestrigen Dings hatte ich ja, also den Tag davor hatte ich ja zwei Tabletts, die haben ja nicht ganz ausgereicht, deswegen mache ich jetzt mal drei Tabletts, die sollten dann normalerweise reichen. Also wir bieten irgendwann noch einen Triple Burger an, was ich nicht hoffe. Nee, das hoffe ich auch nicht. Übrigens, Leute, das wird voraussichtlich die letzte Folge dieses Projektes. Ja, was heißt Projekt? Das ist ja nur ein Playtest an Also sich. Denn von der, vom Prolog. genau. Denn wir haben aktuell, wir sind ja Level 6 und man kann bis Level 10 spielen, weil da gibt es die Pommes und dann ist an sich Ende. Also man kann dann natürlich noch weiterspielen, aber es lohnt sich halt nicht mehr, weil man schaltet nichts mehr frei in dem Sinne gesehen. Oder es kann auch sein, dass man danach gar nicht mehr weiterspielen kann. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir müssen mal gucken, wie lange wir brauchen, um uns Level aufzusteigen. Wenn wir nach 45 Minuten bei Level 9 sein sollten, dann wird die Folge ein bisschen länger. Wenn wir dort erst bei Level 7 oder 8 sind, dann wird es nochmal eine Folge geben. Aber also so extrem viele Folgen wird es nicht mehr geben. Genau. Warte mal, stell doch mal die Senfscheiße Und da weg, ja, die wie braucht kein gesagt, ja, Mensch. wenn ihr natürlich wollt, dass wir uns das Spiel holen, wenn es komplett released ist, könnt ihr das ja ganz gerne in die Kommentare reinschreiben. Damit wir das auch wissen. Genau. Weil es klar, wenn ihr sagt, ah nee, keinen Bock, was die da bringen und es macht Ist keinen alles Spock, scheiße. dann ist klar, dann holen wir uns das nicht. Aber wenn ihr sagt, ist cool, dann holen wir uns das. So, ich habe mir jetzt mal das Fleisch hier so ein bisschen zurechtgestellt. Das, was hier unten ist, nämlich für die, die hier vorne sind. Das, was da oben ist, nämlich für die da hinten. Und das, was da steht, nämlich für da. Dann bin ich immer schnell und flexibel. Meinst du, man kann in der Vollversion sich dann auch irgendwann Arbeiter holen? Wahrscheinlich, oder? Sicherlich. Also, ich bin halt mal gespannt, ob man sich dann im Multiplayer auch Arbeiter holen kann, wäre eigentlich ganz geil, weil Ja. auch im Multiplayer wird das echt kriminell. Also im Singleplayer gehe ich mal stark von aus, dass das auf jeden Fall geht, gar keine Frage. Also, können wir eigentlich öffnen, oder? Reichen 9 Eisbecher? Lassen wir noch bestellen. Digga, du hast hier echt noch Cola und Nee, habe ich einen vorher Light gerade erst Splash gemacht. Cola und Yuma Berry. Ach so, Habe ich das eben gehört hast gemacht. du. Boah, Alter, die haben 25 Grad, Digga. Da musst du aber Eiswürfel mit reinklatschen. Ja, mache ich auch. So, brauchen wir sonst so irgendwas? Eigentlich nicht. Soweit ich weiß. Nö, eigentlich nicht. Gut. Können Das können wir aber heute Abend bestellen. dann räumen du, dann kannst du hier einräumen, dann mache ich schon mal Startklar soweit. Der Tama, gut, hier haben wir auch. Das reicht auch, das reicht auch. Gustavo Gusto, komm ran auf den Meter. Find's auch geil, Digga. Gustavo Gusto ist ja eigentlich eine Pizza. Ich weiß. Egal. Er braucht seinen Motor gar nicht ausmachen. Kannst direkt dich wieder verpissen. Danke, tschüss. Ja. Gut, kann es auch machen, den Schuppen. Gut, mache ich. So, da sind wir wieder in einem neuen Tag. Boah, Oder? geil, man kann die Eisbecher auch einfach aufeinander stapeln. Lol. Okay. Kann man bestimmt mit den Sodabechern auch machen.
So, dann warte mal. Ja. Heute im super Sondersale, Doppelwhopper für den doppelten Preis. Hello? Tag. Ah ja, die will nur was zum Trinken. Einen Mr. Hub. Oh, wow. Da zahlen Sie aber extra, ne? Hey. Oh, die hat fett bestellt. Alter. Die hat richtig fett bestellt. Einen normalen Hamburger, Royal TS. Okay, Kriste. Hier aufs Vanilleeis. Tablett. Dann will die noch Vanilleeis, glaube ich, ne? Und eine Yuma mit Eis. Ich mach dir mal schnell die Yuma mit Eis. Ah, Yuma ist, glaube ich, eine Limo, ne? Eine Citroën-Limo. Oh. Hallo. Guten Ah, Tag. boah. Zum Glück will die auch zwei Eis. Ja. Ich hatte kurz Angst, dass die gar keine zwei Eis will, Alter. Hamburger mit dreimal Och, Ketchup und nö. zweimal. Der will Wow. Hamburger rot-weiß. Hamburger, dreimal Ketchup. Eins, Die zwei, Quetschung. drei. Zweimal. Zweimal Mayo, ne? Ja. Boah, aber den Burger mit Mayo. Gut, wunderbar. Oh, da kommt der nächste. Warte mal, ich stell dir. Ach so, okay, da hast du das Tablett schon. Ja, komm mit auf uns Hallo. ruhig mal ein bisschen schneller. Wir haben nicht ewig Zeit heute. Danke. Will der eine Splash Der will Cola, einen ja? Ham, der will Dreile. eine Splash Cola und einen Hamburger mit dreimal Salat und Mayo. Warte mal, dann kriegt er unten ein Salatblatt. Unten Mayo. Fleischpatty. Oben Mayo. Zweimal Salat. Wunderbar. Abfahrt. Oh yeah! Was will denn die? So, die Mr. mag Hub. einmal einen Mr. Hop und einen Hamburger mit zweimal Mayo. Einmal Mayo, Fleischpatty drauf, zweimal Mayo, Deckel drauf, Abfahrt. Ja, läuft bis jetzt wie im Schnürchen. Ja, bis jetzt sind noch alle Kunden zufrieden. Das ist ja schon mal ganz gut. Gut. Ja, das haben wir in der letzten Folge einfach ein bisschen verkackt, weil wir zu wenig Fleisch hatten. Ja, das stimmt. Und da mussten wir erst braten und da mussten alle warten und dann waren sie alle da. Oh ja, die hat eine Großbestellung. Also das ist geil. Boah, leck mich Bei am dir Arsch, halt, Alter. ne? Ist eine Also ein Splash. Hamburger mit dreimal Ketchup, dreimal Mayo, eins, zwei, eins, zwei, dann zwei Salat, zack, 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 Abfahrt. Muss kurz meine Kopfhörer anstecken, die sind Hallo? fast leer. Sie wünschen bitte. Ja, okay. Yuma Berry mit zweimal Eis. So, was mag die? Einen Hamburger mit zweimal Ketchup. Hamburger mit zweimal Ketchup. Hello. Wunderbar. Was will die? Ach so, habe ich jetzt nicht geguckt, tatsächlich. Einen doppelten Hamburger und eine Yuma Berry mit Eis. Okay. Eis Matcha Latte zu spät Später. zum Pilates. Einmal links, einmal rechts. Oh, ich trage heute was Scharfes. Wir tanzen heute im Takt mit den Waffen einer Frau. Rapapapap. Mein Gott. Gut, jetzt sieht man dann so im Video eine Kurve, wo auch immer alle Zuschauer abschalten. Ja, warum die Zuschauer sind das von uns ja gewöhnt, dass wir immer so eine Scheiße bringen. So, der eine will nur einen Hamburger mit dreimal Ketchup. Okay. Patty. Hallo. Das ist der mit dreimal Ketchup. Ja, weiß ich. Was Der jetzt haben? nächste will nur einen Mist. Okay, warte mal, ich helfe dir mal ein bisschen. Der andere will noch ein Vanilleeis.
So, der wollte noch ein Vanilleeis. Was wollte der noch? Gar nichts mehr. Okay. Ich bring den schon mal zu Tisch Nummer 8. Wo ist denn Tisch 8 hier? Bitteschön. Danke. So. So. Der andere wollte, glaube ich, Erdbeereiscreme und ein Mr. Hoop. Okay, dann mache ich schnell den anderen, weil das ist ein Burger. Ein Hamburger mit zweimal Salat. Salat, Fleisch, Salat, Deckel zu. Ja, aber den bringe ich schnell mit raus. Das ist Tisch 1. Hohohoho. Wuhu. Ey, du musst mal überlegen, wir haben jetzt über 1000 Euro, also es lohnt sich das Geschäft. Ja, auf jeden Fall, die zahlen ja auch ordentlich Knete, Alter. So, was haben wir denn jetzt hier? 200 Ketchup. Versuchen wir jetzt mal. Ja, warte, ich mach schnell. Achso, ja, mach mal. Hamburger. Ah, die will nur ein Eis und ein Dingens. Eis und. Ja. Okay, warte mal. Zweimal Ketchup. Oh, die ist leer. Dann müssen wir die nehmen. Einmal Ketchup, einmal Mayo, einmal Salat, Burger Bun, nochmal Mayo, nochmal Ketchup drauf, zack, Abfahrt. Das Ding ist fertig. Da muss jetzt noch dazu eine Yuma Berry mit Eiswürfeln. Jo, kommt sofort. Warte, die mache ich schnell. Hey. Okay, ich mache die Bestellung gleich, weil das ist Großauftrag. Ach du Scheiße, was haben wir denn noch alles hier? Warte mal, das müsste der hier sein. Normaler Hamburger mit dreimal Salat, zweimal Ketchup, einmal Mayo. Okay. Mayo, Ketchup, Ketchup, Salat, Salat, Fleisch, Salat, zack. Kriegt die noch was? Nö. Okay, das ist Tisch Nummer 6. Den bringe ich schnell selber raus. Tisch Nummer 6. Tisch Nummer 6. Wo haben wir denn Tisch Nummer 6? Alter, hier hinten. Bitteschön. Ich mache das immer so, ich lasse die Tabletts gleich beim Mülleimer, weil du sonst extrem scheiße tragen kannst. Das musst du ja alle einzeln machen. Aber leider stand hier einer. Hamburger mit dreimal Mayo und Erdbeereiscreme. Boah, ekelhaft. Also die Erdbeereiscreme finde ich lecker, aber Hamburger mit dreimal Mayo. Und nur Mayo. Oh, die ist leer. Wow. Ja, das ist schon echt räudig, Alter. Vor allem Mayo auf den Burger. Mayo. Okay, der will Vanilleeis. Dass wir den auch immer so ein scheiß Tablett servieren müssen, ist echt nervig, Alter. Ja. Nummer 14. So ein Eis könnte ich den doch auch einfach ohne Tablett geben. Oh, weißt du, was mich jetzt richtig hardcore abfuckt? Was denn? Es sind einfach 5 Burger Patties übrig geblieben und wir haben viel zu viele Burger Dinger aufgemacht. Bruder, wir könnten hier noch 30 Burger machen. Also oh, wow. Ohne die Rinderfleisch Patties dazu. Aber wir haben einfach noch 5 Burger Patties, die jetzt leider noch übergeblieben sind, die wir schon wieder weghauen müssen. Ey, das fuckt mich ab hier, die Scheiße. So ist in echt halt auch, ne? Du weißt halt nie, wie du. Weil in Real Life wird ja auch ein bisschen was vorgekocht. Auch in einer normalen Wirtschaft wird ja ein bisschen was vorgekocht. Ja, aber da wird trotzdem das meiste ja noch nachträglich gemacht. Da stehen ja nur Leute drin, die ganz nach am Braten sind, weißt du? Ja, ich möchte gar nicht wissen, wie es bei McDonalds ist. Weil bei McDonalds, wirklich bei uns in Altötting, da haben sie jetzt umgebaut. Also ich kann ja sagen, die nächste Stadt, wo ich wohne, weil da drum so viele Orte liegen. Heißt, da weiß man immer noch nicht, wo ich wohne. Da haben sie es umgebaut, alles modernisiert mit diesen Tablets. Wirklich, ich stehe manchmal für Eis, dann vergesse es, dann schmeißen die Zettel weg, dann schmeißen sie sich von der Liste, dann. Das regt mich so auf. Klar, ich weiß, die sind da also auch. Bei mir funktionieren die Computer immer. Die Leute, die checken nicht, dass du es gerade bestellt hast und da wartest. Die haben das Ding hier umgebaut und ach keine Ahnung, die wissen noch gar nicht, die wissen eigentlich nicht so, wie sie mit dem System, glaube ich, klarkommen sollen. Gut, hier ist nochmal Müll. Ich glaube, wir haben schon wieder neue Sachen freigeschalten, kann das sein? Ja, och nein! Och nö! Was denn? Wir haben jetzt
Essiggurken und Tomaten frei. Och nö. Bruder, das ist einmal Walla Krise, Digga. Alter, das wird richtig stressig. Nächster Tag wird richtig stressig, Alter. Aber ey, wir sind mittlerweile von der Popularität her gut gestiegen. Muss man uns lassen. Gut, alles gut, ist aufgeräumt. Haben wir alles zu, ja, ne? Ja, dann kommen sie. Bist du? Jo. Oh ja, ich musste nur kurz gucken, ob ich alles reingestellt habe. Und hier noch das Brett dran und dann geht's wieder raus in unseren 100er Weg. Ah, guck mal, 16 zufriedene Kunden. Boah, ja, schau mal, Gewinn 346, das passt doch. Aber wir hatten einfach weniger Kunden wie gestern. Naja, egal. Waren halt alle zufrieden, ne? Jo, wir müssen jetzt aber, glaube ich, erstmal Großeinkauf machen, weil wir müssen, glaube ich, einen Haufen neue Sachen kaufen. Wir müssen mal gucken, also... Türen auf. Mayo und Ketchup haben wir an sich noch, das soll dir noch ausreichen. Ja, ich habe nur noch 11 Soda-Becher, da kaufe ich auch nochmal nach. Ja, was wir auf jeden Fall auch noch... Ja, Burgerbrötchen brauchen wir erstmal keine, glaube ich, da haben wir immer noch 100 Tonnen da. Also, ich würde... Tiefgefrorene Rinderpatties auf alle Fälle. Eisbecher haben wir noch 23. Reichen die noch? Nicht jeder bestellt. Ich bestell einmal mit, die kosten ja nichts. Ja, komm. Also einmal Eisbecher, Soda-Becher. Dann... Ein Salat kaufe ich nochmal, weil da haben wir fast nichts mehr. Dann kaufe ich nochmal zweimal Essiggurken. Zweimal Tomaten, weil die kommen ja jetzt auch neu dazu, die Wichsgrimmel. Burger-Einschlagpapier brauchen wir, glaube ich, wieder. Ja. Am besten kauf gleich mal zweimal. Ja, hab ich gleich. Guck mal, guck mal, wann Gustavo kommt. Gustavo Gusto um die Ecke. Oh lol. Ich weiß auch nicht, für was hier draußen die Mülltonne ist. Altölfass. Doch. Das ist für unser. Wenn wir die Pommes haben, können wir hier bei dem Altölfass das alte Öl reinmachen von den Pommes. Und ich glaube, dass wir später in der höheren Version dann wahrscheinlich unsere Mülleimer drinnen leeren müssen und die dann hier draußen in die Tonne schmeißen können. Weißt ja, du? Wahrscheinlich. Gibt Sinn. Tomato Town. Warte mal, dann mache ich mir gleich nochmal eine neue Zutatenliste, wo ich mir jetzt hier die... Okay. So, ich habe jetzt hier 30 geschnibbelte Tomatoes drin. Die klatsche ich mir mal hier oben hin. Die restlichen stellen wir einfach mal in den Kühlschrank, beziehungsweise das ist ein Gefrier. Es gab hier aber, glaube ich, auch mal einen Kühlschrank. Warte mal, ist das hier der Gefrier? Nee. Egal, wir haben hier drüben ja auch noch einen. Dann lass mal hier das Gemüse reinstellen. Naja, ich will nicht einen Salatkopf, ich will den ganzen... Danke. Ja, ich habe auch aus Versehen eine Tomate genommen. Ach, jetzt habe ich auch einen Salatkopf. Mein Gott, was ist denn heute los? Wo hab ich den? Hab ich den gar nicht mehr? War der leer? Nee, der war doch nicht leer, oder? Oh, scheiße, ich glaube, ich habe den Salatding draußen stehen lassen. Egal, dann hauen wir uns halt da jetzt einen neuen rein. Egal. Warte mal, den einen Salatkopf kann ich doch bestimmt auch so in den Kühlschrank. Genau. Perfekt. Nein. So, genau, danke. Thank you for traveling. Bis Deutsche Bahn. Aua. So, einmal hier hinstellen, meine Eisbecher. Och nee, wir haben ja diese Kack-Essiggurken auch noch. Jetzt habe ich da eine das rausgenommen. Heißt, Ja, ich auch. Heißt, ich muss mir nochmal so eine... Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, sind die kleinen. Ich find's auch geil, wie wir einfach alles in den Mülleimer schmeißen, ne? Ja, klar. Egal, ob Konservendose, ob Karton, ob Glasdinger hier. Ach, jetzt weiß ich, was ich mit den Paketen mache. Mit den Schränken, meine ich. Da kann ich Vorrat an Soda-Becher und so reinstellen. Zum Beispiel, ja. So, wir machen dieses Mal ein bisschen eine andere Taktik, okay? Ja.
wir machen diesmal nicht die Taktik, dass wir hier uns die Burger alle vorlegen, sondern ich würde mir jetzt hier Börek-Papier hinlegen und werde die immer einzeln verpacken. Das heißt, ich werde nur das Fleisch vorbraten, werde mir das hier hinstellen und werde dann je nach Kundenauftrag mir das Fleisch nehmen, die ganzen Produkte nehmen, die ich brauche, und werde das immer einzeln verpacken, weil sonst wirst du nicht mehr fertig und wir haben dann keinen Platz mehr. Ja, macht Sinn. Ja, macht wirklich Sinn. Ich weiß, dass das Sinn macht. Ich bin auch der Chef. Ja. So. Weiß man eigentlich, wann das Spiel released wird? Keine Ahnung, steht noch nicht dran. Beziehungsweise das Geile ist ja, wenn du dir wenn du in die Demo reinguckst, steht dran, Spiel ist bald verfügbar. Und wenn du bei dem Prolog reingehst, steht dran, dass es am 9. September veröffentlicht wurde. Ich mir dann so denke, hä? Das Spiel ist doch noch gar nicht draußen. Ja, damit meinen die aber den Prolog. Ach, oh mein Gott. Ah ja, gut, da macht es natürlich Sinn. Also welche Taktik hattest du jetzt nochmal? Ich werde jetzt nur das Fleisch vorbraten. Werd mir das mit hinstellen, mit den ganzen Zutaten, die ich da habe, also die Mayo, den Ketchup, den Salat, die Gurken, die Tomaten, und werde die Burger jetzt immer einzeln verpacken. Das heißt, ich werde mir noch einen Pack Burger Buns mit hinbauen und immer, wenn ich dann Burger reinkriege, mache ich das quasi selber. Also ich mache dann den Boden unten und dann mache ich das alles separat. Okay. Weil sonst wirst du da nicht mehr fertig und ich muss dann jedes Mal switchen und das ist dann auch kacke. Ja. Gut, dann. Warte mal, ich nehme mir mal ein so ein Ding hier noch. Warte mal, wo stehe ich mir das jetzt noch am blödesten hin? Warte mal, die Data kann ich mir zur Not eigentlich auch hier oben hinklatschen. Dann baue ich mir hier die Burger Buns. Dann mache ich mir jetzt noch ein Tablett mit Fleisch. Ich hoffe, dass sie heute einfach mal ausreichen, weil gestern haben ja 2,5 Tabletts locker ausgereicht, da waren ja 3 eigentlich zu viel, deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass 2 ausreichen heute. Zur Not, wenn ich merke, es wird knapp, lege ich einfach nochmal ein paar auf den Grill, mach dann in der Zwischenzeit 1-2 Burger, dreh die nochmal kurz und dann, weil ein bisschen Zeit hat man ja immer, oder ich sag dann zu dir, du sollst die Burger kurz machen. Aber ich werde es nicht mehr so machen, dass ich das leer laufen lasse und dann erst brate, sondern ich werde die dann zwischendrin schon mal wieder rein. Nein? Boah, das ist so, Digga, das ist so anstrengend, die ganze Zeit dann Linksklick aufnehmen, Rechtsklick drehen, Linksklick wieder hinlegen. Ja, Digga. Kann ich mir vorstellen. Und das jedes Mal, Digga. Linksklick aufheben, Rechtsklick drehen, Linksklick wieder hinlegen. Vor allem, du musst das ja übel schnell machen, weil währenddessen du den ersten umdrehst, ist der zweite schon fast wieder verbrannt. Das heißt, du musst halt wirklich Linksklick, Rechtsklick, Linksklick, Linksklick, Rechtsklick, Linksklick, Linksklick, Rechtsklick, Linksklick. Oh, das ist so nervig, Alter. Ja, das glaube ich dir. So, deine Forza hat runtergeladen. Hä? Nichts. Was hat runtergeladen? Ich habe gerade gesagt... Ja, das glaube ich dir. Und da habe ich gesagt, so Leute, Forza hat runtergeladen. Ach, Forza meinst du, oder was? Kennst du das nicht von Drachenlord? Ach so. So Leute, Forza hat runtergeladen. Ganz kurz. Ja. Bevor wir starten, ich muss dringend aufs Klo. Ich komme gleich wieder. Mach das. So, ich weiß nicht, ob Leons Zuschauer auch hören. Aber ihr könnt ja mal ganz gerne meinen Kanal abonnieren. Nein, Spaß. Abonniert einfach die Kanäle von uns beiden. Genau. Ich glaube zwar nicht, dass sie uns gerade hören. Aber bei mir hört ihr mich, ne? So. Oh, weil da liegt noch was vom Vorabend. Das war so nett geplant. Voilà. Liegt hier sonst noch irgendwas? Nee. Mach mal hier das Brett dran. Da kann man eigentlich auch dann starten.
Ihn doch. Ich glaube, mit dem Drive-In kannst du es eigentlich nur machen, wenn du zu dritt bist. Unsere Popularität ist eigentlich schon ganz gut. Ja. Von dem her. So, da bin ich wieder. Ich finde es ja, auch echt geil, ne? Ja. So, das. So, bei dem Burgerfleisch ist es scheißegal, wie kalt das ist. Ja. Aber bei dem Eis meckern sie, wenn es zu warm wird. Naja, so geil. Sind die Leute halt. Okay, wir können starten. Gut. Ich habe gerade gesagt, ich glaube, dass man den Drive-In nur bewirtschaften kann, wenn man zu dritt ist. Oder zu viert. Nee, der geht auch, wenn die zu dritt sind. Ja, der ist halt in der Demo noch nicht freigeschalten. Ja, im Prolog. Ja, genau. Jeden Dorf. Sorry. Da kommt da doch unser erster Kunde des Tages. Ja, Judendorf, wie geht's Erna denn? Ah ja, okay. Ja. Willkommen bei Hightrop, Ihre Bestellung bitte. Hello. Oh, ein Vanilleeis will er noch haben. Die essen Hamburger mit Ketchup und Mayo, die sind aber, glaube ich, nutzen auch ein Apple-Phone, oder? Hallo. Ja, vor allem halt auch noch einen doppelten, Alter. Nochmal ein Erdbeereis. Burger ist fertig. Wunderbar. Was will die andere? Ein Hamburger mit drei Tomaten, Mayo und Ketchup. Ja, ich seh's gerade. Okay. Also einen doppelten Hamburger sogar, leck mich am Arsch. Mit Alter, die haben alle so große Bestellungen. Oh Gott, das wird gleich richtig Horror, Alter. Drei Tomatenscheiben. Noch ein Fleisch, noch eine Tomatenscheibe, noch eine Tomatenscheibe. Mal einmal Ketchup oben mit drauf. Boah, ich hoffe, der war jetzt richtig, Alter. Was will so, der andere? Oh, der will ja noch so ein Ding. Okay. Hello? Tschüss. Erdbeereis. Okay, der wird zweimal Ketchup, einmal Mayo, aber einen doppelten. Light Splash Cola. So von dem passt jetzt eigentlich. Ah, nee, also warte, das hier ist der doppelte ohne Tomaten und das hier ist der doppelte mit Tomaten. Ja, hello. Der war an den Typ, der das mit Mayo und so gegessen hat, ne? Gut, bin mal gespannt. Das ist der hier. Oh yeah. Oh ja, sehr gefallen. Warte mal, wir haben noch Tisch 7. Doppelter Hamburger. Alter. Leck mich am Arsch, der andere Burger ist ja. Vanilleeis. Warte mal, den da kannst du auch mal rausschicken. Da ist zwar jetzt nur 2 Ketchup drauf, aber das ist jetzt auch wurscht. Ich habe jetzt keinen Bock, da jetzt nochmal Vanilleeis und eine Light Splash Cola, ja. Der andere, der will einen Hamburger mit einmal Ketchup, zweimal Mayo. Dann will er natürlich normales Fleisch. Alter, der will ja alles, Digga. Zweimal Salat. 2 Gurken. Hamburger, Splash, Cola, Vanilleeis. Und eine Tomate. Okay, so, das ist der oberste, der an Tisch 15. Dann haben wir einmal einen. Nimm mal nicht gleich alle Bestellungen an, ich komme gar nicht hinterher. Dann haben wir einen Hamburger. Einen Hamburger mit zweimal Mayo. Ein Salatblättle und 2 Tomaten. Gehört da noch Eis rein? Der will dann noch ein Vanilleeis. Ne? Der will noch ein Vanilleeis. Das mache ich dir ganz schnell. 15. So. Genau, dann habe ich jetzt noch einen Hamburger. Hamburger und Vanilleeis. Gut, jetzt kannst du den Kunden eigentlich mal wieder annehmen, weil hier stehen welche wie Sand am Meer.
So, der eine will einen Hamburger mit dreimal Ketchup. So. Drei Salatplättchen und zwei Gurken. Der will nun haben wir Yuma Berry an Tisch. Hallo. Das ist übrigens der eine, der nur. Warte mal, den kann ich schnell selber ausliefern. Der muss an Tisch 11. Boah, jetzt wird's richtig stressig, Alter. Wo haben wir denn Tisch 11? Hier haben wir Tisch 11. Bitteschön. Boah, da, Alter, da sitzen so viele Leute da draußen, Alter, das ist kriminell. Dann haben wir nochmal einmal einen normalen Hamburger. Aber du hast jetzt schon auch ganz schön was zu tun, Digga. Ja. Einen normalen Hamburger mit Salat. Will der noch was dazu? Ja, der will noch ein Vanilleeis und einen Yuma Berry. Vanilleeis und einen Yuma Berry. Der hier? Nein! Yuma Berry mit einmal Eis. Der Typ hier? Ja, genau. Gut, Tischnummer? Sechzehn. Dann haben wir Tisch Nummer 4. Der will einen doppelten mit dreimal Ketchup, zweimal Mayo. So, da haben wir einmal Vanille Eisbash Cola. Oh fuck, mir geht das Fleisch aus. Oh oh. Ich habe kein Fleisch mehr. Erstmal keine Bestellung bitte mehr annehmen. Posten, ja. Du kannst mal den einen Burger noch schnell fertig machen, wenn du willst. Ja, sofort. Ich muss hier ganz kurz braten. Ich kann ausliefern. 12. Okay, warte mal, ich mach den hier schnell. Warte mal, das war ein Doppelter mit dreimal Salat. 1, 2, 3. Dann nochmal einmal Ketchup und eine Gurke. Okay, weg damit. Ich muss jetzt ganz schnell hier braten. Einmal abholen, bitte. Fuck, ich. Das wäre cool, wenn wir. Digga, ich hätte nicht gedacht, dass wir noch so viel Fleisch brauchen, Alter. Okay. Ich hoffe, das reicht jetzt. Das dauert halt jetzt leider wieder eine Kleinigkeit. Also ich hoffe, dass nicht alle wieder Fleisch wollen. Ach Mann, das habe ich schon wieder verkackt, Digga. Genau das wollte ich eigentlich verhindern. Aber ich war gerade so unter Druck, Digga, da habe ich das einfach vergessen. Mann, scheiße. Okay, sie sind schon auf der zweiten Hälfte. Versucht die Kunden noch irgendwie zu halten. Wir haben noch eine Stunde offen. Die können ruhig noch da bleiben. Wegen mir kriegen sie Rabatt, wenn sie ein bisschen länger warten müssen. Aber die müssen halt jetzt noch gebraten werden. Ich hoffe, dass 6 Stück definitiv noch ausreichen. Also die bestellen jetzt alle noch einen Doppelten. Deswegen hat heute das Fleisch noch nicht ausgereicht, weil wir heute einen Haufen Doppelte hatten. Man kann auch Leute ablehnen, ne? Okay. Echt? Ja. Lol. Aber das wäre ja selten nämlich für uns. Ja. Nee, die wollen alle Burger. Ja, ja super. Da haben wir einmal einen Doppelten. Aber ich könnte schon mal fertig machen. Oh. Ja, okay, die ist jetzt gegangen. Nee, die will nur das. Ich nehme mal die beiden an, aber nur, damit ich das andere schon mal vorbereiten kann. Ein Vanilleeis und ein Yuma. Okay. So, der eine doppelte Cheesy ist fertig, den kannst du wegfahren. Ja. Stellen wir drauf. Den doppelten Cheesy. Dann haben wir noch. Und hier dazu. Nee, und da kommt noch eine Yuma drinnen. Mit einmal Eis. Einen mit zweimal Ketchup. Am Tisch 1. Zweimal Salat. Ja, jetzt kommen eh keine Kunden mehr. Ja, aber einen haben wir trotzdem noch. Und hier steht auch noch einer. Den können wir auch noch schnell mit annehmen. Scheiße, welcher Tisch war denn das jetzt? Tisch 14. Yeah. Einen Kunden habe ich noch, den muss ich noch schnell durchkommen. Vanilleeis.
Okay, der will glücklicherweise auch nur einen normalen Hemd, Okay, wir oder? sind Ich jetzt bei, meine, er hätte sogar wir noch. sind jetzt bei 40 Minuten und Level 8, fast 9. Ja, lass einfach durchziehen, Ja, lass oder? durchziehen. Scheißegal, der wird's halt mal ein bisschen länger. Hilft nichts. Gut für die Was sagt Bordsteine. der? Ja, der will. Ja, eben. YouTube würde uns danken. Brauchen wahrscheinlich 3 Stunden zum Hochladen, aber egal. Gut. Der letzte Auftrag ist auch noch fertig. Abfahrt. Nein, ey! So, wo ist die Nummer 11? Hier. Also an sich muss ich sagen, meine Taktik war echt gut. Also ich muss sagen, die. Ja, schau mal, wir sind jetzt Level 9. Also meine Taktik war eigentlich echt gut. Man muss nur dazu sagen, ich habe leider ein bisschen zu wenig Fleisch gehabt. Hätten wir das nicht gehabt, dann hätten wir uns mehr Kunden krallen können, aber ja, gibt Schlimmeres jetzt, glaube ich. Ja, safe. Dafür waren unsere Kunden, glaube ich, heute relativ zufrieden. Wahrscheinlich am Ende so, wir hatten 17 Kunden, nur 8 davon waren zufrieden. Oder irgendwie so. Das wär's. Ja. Hab schon mal wieder alles kühl gestellt, was man kühl stellen muss. Gut, den Rest kann man da ja soweit erstmal wieder Dalaran-mäßig stehen lassen. Aber wir sind eh bei Level 9. Das. Ja, deswegen sage ich ja gerade. Haben wir noch mal was Neues freigeschalten? Nee, glücklicherweise nicht. Oh, zum Glück. Gut, wir würden War dann ganz gerne mal das aufhören, ne? nächste. Ja, genau. Na, Sorry, ich habe also. nur ganz kurz geguckt. Achso, du Wunderbar. meinst den Kunden. Ja. Ich dachte, du meinst mich. Nö, 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 ich meine den Kunden, weil er gerade hier noch am Essen war. Ich meine, ja, wir müssen auch pünktlich ins Bett gehen, ne? Wir stehen hier früh auf, bereiten schon alles vor. Eben. Nur Und ich mit. meine, wir wollen ja unsere Familie auch beglücken. Genau. Mit Geld. Und anderen Sachen Ah, wir müssen das natürlich. Restaurant noch schließen. Jetzt. Hä, ich habe doch nicht mal eine Bestellung gemacht. Digga, hast du die Tür vergessen, bei dem Kahn zu. Ja, der sollte eigentlich gleich vorbeifahren. Welcher kann? Ja, hier steht, solange Ihre Bestellung noch unterwegs ist. Ich habe doch nicht mal was bestellt. Wieso läuft man denn eigentlich nur so Ist da langsam? hinten Kann noch man ein nicht springen? LKW? Oh wow. Ach, Wir haben die. Da lol. ist sogar noch was drin. Ach, Digga, stimmt. Ich glaube, du hast irgendwann zwischenzeitlich nochmal Burger Patties. Nee, warte, gib die Ja. hierher. Ich glaube, du hast irgendwann Naja. zwischenzeitlich nochmal Rinderpatties Nee, habe ich bestellt. tatsächlich nicht. Die haben wir am Anfang Hä, bestellt, aber ich. nur dann haben wir ja gesagt, wir machen, dann haben wir gesagt, wir bereiten die Dinger vor. Und dann haben wir es irgendwie voll übersehen. Und dann haben wir gesagt, wir machen einen Laden auf. Und dann haben wir die da Ja, aber hinten das, liegen lassen. nee, aber das ergibt ja gar keinen Sinn, weil als ich das alles bestellt habe, habe ich den LKW komplett leer gemacht und habe die Türen Hä, was denn geschlossen. jetzt? Ja, der fährt erst noch So. raus. Jetzt. Oh, gut, na ja, gut. Ja, wobei, eigentlich waren ja nur 2 Stück unzufrieden, weil wir haben ja auch bloß 14 Ja, gut, das Leute stimmt. angenommen von Ja, gut, das 17. stimmt. Muss man klar auch mal dazu sagen, ne? Ja. Jetzt sieht es mir Bling, aus bei mir. bling, 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 bling. So, heute leck mich am Arsch. Heute. Ah, ganz kurz nichts bei mir gesehen. Ich habe kurz die Quelle umschalten müssen bei OBS. Hier. Dass wir jedes Mal zu wenig Fleisch Sauer, haben. da sind wir wieder im Lade drin. Oh, oh ja, perfekt. Wie gesagt, du kannst die anderen 6 direkt mal braten. Mache Dann ich. sind wir ein bisschen schneller. Verkack's aber nicht, Daniel. Du Ich kannst zum versuch's. Fall auch einfach das Tablett nehmen und kannst. Ja, und kannst? Ja, du kannst einfach das Tablett mit Rechtsklick annehmen und dann wird dir hier oben angezeigt, dass du das Fleisch da drauflegen kannst. Also. Geht 10-mal schneller. Modest, Modest, Anthony Modest, 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 Anthony Modest. Ich habe übrigens
glaube gestern und nee, vorgestern war es. Vorgestern habe ich mal eine neue Bankkarte bekommen. Echt? Okay. Cool. Mhm. Weil ich sehe nur so, die läuft 24 ab. Irgendwann musste ich mal zur Bank irgendwas unterschreiben. Da habe ich die mal gefragt, wann ich die eigentlich umtauschen muss. Hat sie gesagt, ja, die kommt dann einfach zu Ihnen nach Hause. Alles klar. Ah, okay, mit dem Tablett kann man das tatsächlich auch machen. Okay, das wusste ich gar nicht. Ja, sind, glaube ich, alle mal ein bisschen eingerichtet gut geworden. Gut, bei... Oh, bei einem, warte mal. Oh, warte mal, das geht sich alles nicht ganz aus hier. Den braucht man nochmal kurz. Jetzt. Ja. Sonst sieht das ganz gut aus eigentlich. Ja, aber einmal Fleisch brauchen wir dann noch, ne? Ja. Aber mach nur 6 Stück, ne? Die reichen. Ja. Ja, du, also an sich, nee, warte mal. Stopp. Du kannst schon alle hier in das Ding reinmachen. Wir klatschen ihn einfach da in die, so, die Halle, in die Dings rein. Klavier Lunderklosbrühe. Ja, keine Ahnung. Frag mich nicht, was Lunderklosbrühe ist. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Ich kenne das nur, weil das wurde halt öfters mal so gesagt, tatsächlich. Boah. Und meine Auto... Habe ich hier... Ach nee, das konnte ich dir noch gar nicht erzählen, glaube ich. Meine Autoversicherung ist... geht doch, das hast du mir gestern gesagt. Ah ja, doch, das habe ich dir gestern gesagt. Das ist billiger geworden. Stimmt. Und das, obwohl sie eigentlich sagen, dass alles teurer geworden ist. Das eine hast du aber ein bisschen verkackt mit 115. Ja, da habe ich ein bisschen gebreakdanced. Ein bisschen gefettfingert. Ein bisschen Hardcore-Fett gefingert. Ja. Das war nicht so stark. Ich hoffe echt, dass man in der Vollversion dann auch den Grill an- und ausmachen kann, weil das wäre halt 10-mal angenehmer, weißt du, ja, einfach zu sagen, man legt sich hier die Patties drauf, dann lässt man die langsam anbraten, dann brät man sie ein bisschen härter und dann macht man den Grill einfach aus und lässt die hier noch so vorschmoren, dass die zwar nicht mehr braten, aber noch warm bleiben, weißt du, dann kann man die da einfach drauf lassen und wenn man dann den Grill hat, so machen die das ja bei Mc's auch und wenn die dann den Burger haben, nehmen die einfach das Fleisch, zack, hauen da noch eine Scheibe Käse oben drauf, eine halbe Scheibe Käse auf seinen Toast, aller, und dann nehmen sie ihn runter. So ist das. Eine halbe Scheibe Käse auf meinen Toast, aller. What the fuck? Nein, ich habe Käse auf meinem Toast. Warte mal, ich füll aber mal in der Zwischenzeit nochmal einen Salatkopf hier rein. Und ich glaube nochmal eine Tomato Town. Ey, wir haben viel zu viele Tomaten gekauft. Ja, ich wusste nicht, dass man nur so wenig Tomaten braucht, Alter. Junge, die Tomaten reichen für ein halbes Jahr. So, dann können wir da gar nicht mehr spielen, Alter. Ja, wahrscheinlich wird es dann, wenn das rauskommt, wird es halt ein Reset geben, ne? Macht ja Sinn. Logisch. Boah, ich hab einen mit 100. Ja, hab ich vorhin auch geschafft, ist nichts Besonderes. Aber mir, ich glaube, ich hab's mit das erste Mal geschafft. Ja, du, aber ich nicht. Ja. Ich hab das vorhin schon geschafft. Oh, warte, das wollte ich gar nicht. Haben wir das auch? Kannst auch machen, den Saftladen hier. Gut. Er hat unseren eigenen Laden, Saftladen. Läuft. Ist doch so. Wir sind das langsamste Burger-Restaurant, was du je gesehen hast, Alter. Wir haben aber auch nur 2 Mitarbeiter, also wir beide halt, ne? Ja, das stimmt. Ich bereite dir schon mal ein paar Getränke vor, ne? Mach das.
Ne, mach schon, alles gut. Hallo? Ein Vanilleeisen. So, der will eine Ham. Oh, ich hab sogar genau Yuma vorbereitet, ne? Das ist doch wunderbar. Mit zweimal Ketchup. Nein, nicht das ganze Tablett nehmen, ich will nur einmal Fleisch. Und noch eine Tomatenscheibe oben drauf. Weil jetzt passiert mir das tatsächlich nicht mehr so oft mit dem E-Drücken. So, da will noch ein zweimal ein Eis reinhaben. Und ein Vanilleeis will er noch. Hey. Tschüss. Hallo. Tschüss. Warte mal, den oberen habe ich schon gemacht. Warte mal, den kann ich mal... Ah, der ist jetzt schon weg. Okay, perfekt. Haben wir jetzt den oberen, der will den Hamburger, oder sie will den Hamburger. Junge Barry, hast du auch gemacht, perfekt. Sie will den Hamburger mit... Ich habe halt überall da einen Becher hingestellt, wo es ging, außer bei Wasser, weil da dachte ich mir so, das nimmt eh keine Sau. Hab jetzt noch keiner gekauft. Erdbeereiscreme. Hallo? Gehen doch. So, da ist der eine mit dem... der Yuma Berry mit zwei Eis und eine Erdbeereiscreme haben will. Dann haben wir da unten noch einen. Der will einen doppelten Hamburger mit zweimal Gurke. Bekommst du alle? So, wollte der noch was dazu? Ah ja. Der wollte dann noch, warte mal. Ist das die Eiscreme, die du für den vorbereitet ja. hast? Ja, ne? Der andere okay, der ist ja nur noch, Mr. Der will dann noch der will dann noch zweimal Yuma mit Eiscreme. Hm. Einmal Yuma mit zweimal Eiscreme, so rum. Yuma mit Eiscreme, eins mit zweimal Eis. Mit Eis, ja, mit Eis, sorry. Oh, nee. Ach, Mann, die will wieder so einen richtig komplizierten Hamburger, Alter. Okay, also ein Hamburger, du willst zweimal Ketchup, einmal üblicherweise keine Mayo, dann nehmen wir das Fleisch, dann machen wir nochmal Ketchup, dann machen wir ein Salatblättchen, zweimal Gurke und einmal Tomato. Zack, Abfahrt. Hau ich die hier aufs Tablett, ne? Jo. Nimm den schon mal wieder an, weil der ist auch ein Riesenkunde. Oh nee, der will ja alles, Digga. Boah, das wird wieder 100 Jahre dauern, Alter, den vorzubereiten. Also der will zweimal Ketchup. Einmal. Mayo will er, glaube ich, auch. Ach, der will sogar dreimal Ketchup und dreimal Mayo. Zack. Dann einmal Fleisch. So, Yuma und Vanille. Nochmal Ketchup. Nochmal Mayo, dann willst du haben zweimal Eisbergsalat, vier Scheiben Gurken. Digga, wer nimmt denn vier Scheiben Gurken, Alter? Und zwei Scheiben Tomaten, Deckel drauf, Abfahrt, weg mit dem Ding. Ja. Gut, dann nehmen wir den nächsten, die will nur einen Hamburger mit einer Gurke, das ist okay. Hamburger, Gurke, zack, Abfahrt. Habe ich dir da mal aufs Tablett gelegt, ne? Jo. Nehmen wir an. Die will einen Hamburger. Erdbeereiscreme. Die will einen Hamburger mit dreimal Ketchup, dreimal Mayo. Fleisch, einmal Ketchup. Oh, der Ketchup-Ding ist leer. Nehmen wir den. Zwei. Einmal Ketchup. Einmal Mayo. Scheiße, welcher war denn das jetzt, der oben? Und dreimal Salat. Eins, zwei, drei. Zack. Steht da zack. Bei dem Erdbeereis, ne? Da haben wir den nächsten. Der will dreimal Ketchup. Eins, zwei, drei. Ich muss gleich mal Ketchup nachfüllen, sonst haben wir da nichts mehr. Dreimal Salat. Eins, zwei, drei. Eine Tomate. Abfahrt. Weg mit dem Ding. Wollte die noch ein Vanilleeis haben? Ja, die wollte noch hab ein ich Vanilleeis. Schon okay, ja, habe ich gesehen. Wollte so, ich noch gucken, ob 16. Das war.
Jetzt muss ich einmal ganz kurz meinen Ketchup-Topf nachfüllen, sonst haben wir ein Problem. Oh, ist das stressig, Alter. Leck mich am Arsch. Das ist wirklich Hamburger stressig. Mit dreimal Tomate. Ja, vor allem gerade bei der Gurke ist es echt nervig, wenn du da 4 Gurken oder so brauchst. Boah, das ist so nervig, weil du musst die ja alle einzeln rausnehmen. Da haben wir den mit den 3 Tomaten drauf. Oh, nee, jetzt kommt ein Doppelter. Wollen wir noch ein Doppelter mit Extravagant. Also, unten Mayo. Patty. Hallo. Salat. Patty, das Eis steht noch an der Eismaschine noch. Jo. Salat. Zweimal Gurken. 2 Tomaten. Ich hol's selber. Zack, zack. So. Warte mal, nimm mal den einen schnell an. So, der will, glaube ich, eh bloß ein Eis. Tisch Nummer 4. Jo, der will bloß ein Erdbeereis. Oh, wir sind bei Level 10. Ach, schau mal, wir sind sogar schon Level 10. Ich bring kurz den einen Tisch raus. Was ist denn das? Tisch 11. Aua, aua. Tisch 11, wo ist denn Tisch 11? Hier, ne? Oh ja, da ich mach mal hier. Okay, den. Mach du. Mal das, oder warte mal. Was sind deine Brötchen hier? Ah, hier. Light Cola. Okay, das ist Splash Cola, die will Light Cola. Die will... einen Hamburger. Einmal Eis. Und ein Salatblättchen. Schon anstrengend, ne? Ja. Du merkst ja mal, was ich hier leiste. Warte mal, wo er an welchen Tisch mit muss in die Scheiße. 1, 2, 3 mal Ketchup. 2. Mit 2-mal Mayo. Und mit einer Tomate. Du bist mir viel zu langsam, Alter. Das muss viel, viel schneller gehen. So, zack. Jetzt zeig dir mal ein Profi, wie das geht hier. Alter, wo hab ich denn jetzt das Burger-Bun hingeschmissen? Egal. So, einmal Ketchup. Bam. Patty drauf. Salat drauf, Gurke drauf, Abfahrt. Na, Light Splash Cola. Da haben wir den einen, der die Erdbeereiscreme noch dazu will, glaube ich. An Tisch Nummer 13. Und dann haben wir noch den hier. Der will 3-mal Ketchup, 4 Gurken. 1, 2, 3, 4. Zack, zack. Das ist der mit der Splashlight Cola. Ja. Die andere hast du auch schon angenommen. Okay, die will nur einen Hamburger mit Mayo. Ich muss mal das Burgerbrot schnell wegkloppen. Aber man merkt schon, ich glaube, ich bin echt ein bisschen schneller wie du. Ja, okay, klar. Klar ist das nicht unbedingt, aber. Ich bin halt in dem Burger-Dings null drinnen. Hamburger, Light Splash Cola, gut, das haben wir alles fertig. Da sind wir bei einer 14. Vor allem, ich muss halt auch dann immer wieder diese ganzen Leute abräumen. Also die ganzen Tische halt auch immer wieder abräumen. Das ist halt auch nicht so, naja. Was wollt ihr, die noch eine Yuma und ein Vanilleeis? Yuma, Vanilleeis. Wollt ihr die noch Eiswürfel dazu? Nee, wollt ihr sie nicht? Alles klar. Eiscreme. So, räumen wir hier mal wieder ein bisschen auf und das Geld reinmachen. Pilates. So, was haben wir sonst noch? Ist Nummer 10. Nix mehr, das ist der letzte Nummer 10. Gut. Wo haben wir denn Nummer 10? Wo ist denn da Nummer 10? Da hinten. Ach, da. Bitteschön. So, das war der letzte für heute. Gut, wunderbar. Wenigstens die Tabletts könnten sie doch selber wegräumen, die Wichser. Ja, ich meine, wir steht halt da schon so mitten im Raum, ne? Gut. Diesmal sind tatsächlich 3 Burger Buns übrig geblieben. Also es bleiben irgendwie immer 3 Burger Buns übrig. Okay. Nicht Burger Buns, Burger Patties meine ich. Alter, Discord hat gerade so übelst sich aufgehangen.
Aber Echt? jetzt geht's wieder. Okay. Oh nee, weißt du, was richtig kriminell wird? Was denn? Am nächsten Tag haben wir Pommes. Oh. Ja gut. Komm mal. Das wird kriminell. Wobei ich glaube, die können wir auch vorproduzieren, glaube ich. Müssen wir halt mal gucken. Ich stelle das mal alles schnell mal wieder in den Kühlschrank, damit das alles mal wieder. Eigentlich ist es ja ein Gefrierschrank. Es gibt da eigentlich auch einen Kühlschrank, aber irgendwie gibt es den nicht mehr. Keine Ahnung. Bei denen gab es auf jeden Fall noch einen Kühlschrank, das weiß ich. Alles mal Aber gucken. irgendwie gibt es den nicht mehr. Nee, es gibt keinen mehr. Das andere ist auch ein Gefrierschrank. Was wir auf Das ist jeden ja Fall wieder brauchen, komisch. ist. Ah, nee, brauchen wir doch nicht. Wir haben noch Burger Einwickelpapier. So, dann lass mal ganz schnell Feierabend machen, oder? Jo. Hast du den schon abgeräumt? Ja klar. Hab Den gewartet, letzten bis die weg Kunden? waren. Ja, Boah, 408 aber es Gewinn. ist. 408 Aber es Gewinn. ist okay. Es ist eigentlich okay. Ja, Boah, Digga, zwei unser Video Kunden. geht doch schon. Boah, Eine eine Stunde. Stunde eins schon. Ja. Egal. Egal, 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 egal. Legal, egal, legal, Legal. Egal legal. und legal. Egal und legal, ja. So, wir müssen jetzt erstmal Großeinkauf machen. Jetzt müssen wir erstmal überlegen, was brauchen wir alles. Alles, nee. Na, alles nicht, aber. Lass mich nur nachgucken, wie ich habe noch 19 Also ich glaube. Eisbecher. Sollte klang. Ja, da kaufen wir auf jeden Fall nochmal einen. Ja, kauf nochmal. Soda-Becher habe ich 34, das reicht auf jeden Fall. Naja, das reicht locker. Ich würde noch mal eine. Sch ja, wobei, nee, Burger Einschlagpapier sollte an sich auch ausreichen. Brauchen auf jeden Fall mal Pommesbecher. Frittieröl. Dann natürlich die Pommes selber. Boah, da können wir einiges kaufen, glaube ich. So, ich Ui, habe da mal habe den ich schon Ketchup wieder. aufgefüllt. Was ist mit Rindfleischpatties? Guck gleich nach. Haben wir noch einmal 12 und dann 18. Nee, ein. Nee, nicht. Gut. Warte mal, hier sind 6. Doch. Über Ja, das sollte 20. eigentlich ausreichen, Über oder? 20 auf jeden Fall. Brauchen wir noch irgendwie Mayo, Ketchup? Habe ich gerade aufgefüllt? Nein, brauchen wir nicht mehr. Okay. Buns Dann war es das vielleicht. eigentlich. Waren das alle Buns? Nee. Nee, da oben sind noch welche. Nee, Buns müssten eigentlich ausreichen. Weiß ich nicht, Die haben wir ja. schon Hoffen wir es mal. eingekauft. Ja, die reichen locker. Gustavo, Gusto, Mamma mia, grande Finale. Es ist ja wirklich das grande Finale. Der letzte Tag. Und jetzt wird's noch stressiger, weil jetzt haben wir Pommes dazu. Ja. Lass sie aber gleich mal vorbereiten, wie gesagt. Holst du mal das Frittierfett und so? Ich brate gerade. Das ist schlecht. Schade, dass man die Kartons nicht währenddessen schon aufmachen kann, sondern die immer erst hinstellen muss. Also wir haben einfach drei Fritteusen, Alter. Was geht denn hier ab, Mann? Ja, Und keine drei Ahnung. Fritteusen mit sechs Körben, Alter. Das Reichtum ausgebrochen bei den Fritteusen, die waren anscheinend im Sonderangebot. Im super Sondersale, Genau, ja. da hat man Meine die, Güte. hat man die Kontakte von der Ranch. Ach nee, das sind ja sogar vier Stück pro Dings drin. Lol. Okay, also ein so ein Ölkanister reicht für zwei so eine Frittiertöppe. Ich habe zwei Stück gekauft, also würde ich jetzt mal noch die anderen zwei Frittiertöppe damit voll machen. Ja. Mach das mal.
Ich glaube, das sind die Pommes-Schachteln, glaube ich. Ja, das sind die Pommes-Schachteln. Oh, die schauen aber sehr nach einem goldenen M aus. Kann man die nicht hier rein? Ne. So ist Passt das bitte hier. Auf die Burger-Buns auf. Ja, klar. Bin schon dabei. Ich würde dann auch direkt schon mal ein paar Pommes wahrscheinlich abpacken. Also nicht abpacken, sondern hier. Digga. Okay, warte mal, die kann ich ja hier draußen nicht auch mit hin. Wollte gerade sagen. Ach so, Müll wegbringen bringt uns übrigens auch Kohle, ne? Ja. Also XP, nicht Kohle. XP. Also, ja, meine ich ja. Okay, Gustavo, kannst abdampfen, danke, tschüss. Deswegen ist er nämlich vorhin auch nicht weggefahren, weil normalerweise ist das nämlich so, wenn du... Oh, das sind doch ein bisschen viele Pommes, fällt mir gerade auf. Egal. Wenn du... Weil normalerweise ist es nämlich so, wenn du das nur vergessen hast, die Tür zuzumachen, dann fährt der einfach, wenn du da drauf drückst. Ach so. Digga, wie viele Pommes sind da drin? Ist der leer? Bin mal sehr gespannt, wie das abgeht, Alter. Okay, die brauchen aber deutlich, deutlich länger tatsächlich. Gott, das Video wird alles springen, Digga. Das schaut sich doch keiner an. Egal. Ich würde sagen, wir setzen hier ganz kurz einen Cut, tun das alles vorbereiten und dann sehen wir uns, wenn wir würde ich starten, auch sagen. Ne? Zumindest die nicht verpackt so. Sind. Vorbereitet haben wir jetzt, wie gesagt, alles. Oh, die verlieren aber schnell an Temperatur. Oppala. So, wir kommen. Oh, eine Stunde. Bestellt am besten direkt Pommes. Ach so, ja, stimmt. Warte mal. Jo, wir haben geöffnet. Jetzt geht's weiter, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren. Können Sie uns mal kurz die Lage erklären? So kommen Sie ran auf den Meter. Liebe Pressevertreter, liebe Presse. Oh ja, er hat Pommes bestellt. Er hat Pommes bestellt. Oh, das ist ganz gut. Nimm direkt die da vorne stehen, weil die verlieren schneller Hitze. Mittelgroß. Hä, wir haben nicht mal kleinere. Ja, keine Ahnung. Oder die dann drin verlieren? Ja. Weil das Geile bei denen hier drinnen ist, die hier können nämlich die Hitze drin halten, weil wir da so ein Hitzebecken haben. Oh, der will auch Pommes. Gut. Ja, hau erstmal alle weg, die hier vorne stehen. Das ist ganz wichtig. Weil die verlieren schneller an Temperatur. Hat sich wohl rumgesprochen, dass wir Pommes haben. Ja, Pommes gehen eigentlich immer. Digga, jetzt stell dir mal vor, wir haben jetzt heute nur noch Pommes. Oh, Alter, dann flippe ich aber aus hier. Hoffen wir es mal nicht. Nee, das wäre ganz gut. Also gern Pommes, keine Frage, aber nicht immer nur Pommes. Der will auch nur Pommes? Jetzt kannst du mal wieder ein paar hinstellen. So, da kommt ein bisschen jemand, der ein bisschen mehr auf der Hüfte hat. Ja, der wird wahrscheinlich 3 Pommes bestellen. Hallo. Oh, der bestellt. Wow. Oh, der hat ja alles bestellt, Digga. Leck mich am Arsch. Ein Vanilleeis und ein Junge. Einen doppelten Hamburger, aber nur mit Salat und Gurke. Weird. Aber okay. Kriegt er wegen mir. Und wie viel Gurken? Ach, nicht schon wieder 4 Stück, Mann. Nein, nicht die Maie! Ah.
Alter, der hat Großbestellung gemacht. Der ist Meckes Stammkunde. Und hat Na, sich so jetzt gedacht, bei der will uns. mal den neuen Laden hier ausprobieren. Jetzt bei ja, uns, jetzt ist er bei uns Stammkunde. Okay, die kriegt auch eine Pommes, aber die kriegt auch noch ein bisschen mehr. Alter, oh. Die kriegt ja alles, Digga. Leck mich am Arsch. Die kriegt auch schon wieder einen doppelten. Oh, Alter, die Leute rennen uns den Laden da gerade ein. Hamburger, Pommes und Splash Cola. Kriegen wir hin. Ich muss erstmal den hier fertig machen, warte. 3x Mayo. Fleisch. Gurke. Gurke, Fleisch. Tomate, Tomate. Hello. Zack. Zack. Wo muss denn der drauf? Yep. Bei dem Vanille-Eis. Eis Matcha Latte. So. Dann haben wir einmal den normalen Hamburger. Endlich mal einen mit normalem Fleisch. Der will 3x Ketchup. 1x Mayo. So, Vanille. Wieso ist denn der jetzt auf einmal verschwunden? Achso, jetzt. Okay. 3x Salat. 1, 2, 3. Ja, das müsste der hier sein. Der. Boah, es hat mal jemand ein Wasser bestellt! Ich dachte, es geht um das Level 10. Hello? Nein, nein, es geht nicht bis Level. Es geht schon weiter wie Level 10. Ach so, nach Level 10 kann man nichts mehr aufrüsten. Ach so, okay. Nein, also bringt es dir im Prinzip nichts. Sagen wir es mal so. Okay, also machen wir die einen Tag noch fertig. Ja, genau. Gut, guten Tag. Sie wollen nur ein Eis. Ein Vanilleeis bringe ich Ihnen sofort. So, das war welche bringst Bestellung? Du mal dem einen Kunden noch schnell eine Pommes mittelgroß und ein Wasser? Ja. Das Wasser habe ich da schon mal vorbereitet. Ah, mal einer, der Wasser bestellt. Hallo. Deswegen sage ich ja. Warte mal, hat hier jemand noch irgendwas mit Burgern bestellt? Ah ja, den. Nee, warte mal. Der hier oben. Ach so, das ist noch der hier. Den musst du mal noch wegbringen. Ja, sonst, ich weiß. Der wartet wahrscheinlich schon 100 Jahre. Warte mal, Tisch 6. Ein Vanilleeis. Also Tisch 6. Tisch 3, da hinten ist Tisch 6. Okay, der hat sich auf jeden Fall schon mal drüber gefreut, den hat das gefallen. Hello. Boah, Alter. Yeah. Ist gut. Das Gute ist, wir haben viel mit Pommes zurzeit, das ist ein bisschen gut. Für dich und für mich. Aber hauptsächlich für mich. 2x Ketchup, 1x Mayo. Zack. Zack. Zack, 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 zack. Der kriegt dann noch eine Candy Fried dazu. Okay, der muss an Tisch 10. Tisch 10, der ist da ganz hinten. Servus, grüezi, habe die Ehre. Morgen. Vanilleeis und ein Hamburger. Okay, warte, den Hammi mache ich dir. Einen normalen Okay, nee, keinen normalen Hamburger wäre auch zu schön. Um wahr zu sein, mit 3x Mayo und 2 Gurken. So, steht auf dem Tablett bereit. Hello. So. Guten Tag. Endlich sind unsere Pommes aus dieser Warmheit. Doppelter Hamburger raus. Und Pommes mittelgroß. Mit Ketchup, also doppelter Hamburger mit Ketchup, Mayo, 2x Ketchup, 3x Mayo und oh mein Gott. Hallo. 2x Ketchup, 3x Mayo und eine Tomate. Jetzt will die da unten Pommes und ein Erdbeereis. Die kriegt noch einen Hamburger. Einen hammigen Hamburger mit 3x Ketchup, 2x Mayo. Oh, mein Auge tränt. Einen Burger Patty, 2x Salat.
Ach, leck mich doch. So, zweimal Salat und drei Tomatoes. Die andere will den doppelten Hamburger. Das Fleisch reicht nie und nimmer, Alter. Warte mal, ich muss mal neues Fleisch auflegen. Ach nee, warte mal, wir haben schon 21 Uhr. Ja gut, dann könnte es vielleicht sogar noch ausreichen. Ansonsten lehnen die Kunden einfach ab. Jo. Okay, der will noch zwei Gürkchen dazu. Hallo? Haben wir denn Hast du da? das Bein noch angenommen? Das eine ist... Nein, der andere will einen doppelten. Ja, Ah. okay, warte mal. Ja, Nee. ist egal. Sehe keinen drauf. Ein Burger Patty kann ich ihm ja noch machen. Das ist ja kein Ding. Warte mal. Das ist Einen kann ich ihm ja würde. noch schnell machen. Dann bereite du am besten den Burger schon mal so weit vor, dass ich nur noch den einen Patty drauf klatschen muss. Dann kann man den recht schnell rausgabeln. Komm, mach schneller, Patty. Okay, 60. Ja, Was komm, will denn mach die der? 70 voll, komm. Gib ihm. 70. Komm, 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 Zweimal. go, 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 go. 80, 80, 80. 90, Das will 90, ich doch 90. gar Komm, komm, nicht. komm, go, 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 go. 90. 100, 100, 100, 100, 100. Mach ihn voll, mach ihn voll. Okay, drehen. Abfahrt. Okay. 10. Mach ein bisschen schneller. Kann ich das Ding hier nicht noch höher drehen? Das muss ja schneller gehen. 20. Scheiße. 30. 40. 50. Alles schon 60. vorbereitet. Ja, komm. Nehmen jetzt mittelgroß. 70. Mach ein bisschen schneller. 80. Komm, 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 go, 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 go. 90. Wow. Ich bin so dumm. Ich Wow. bin so dumm. Ja, warte, ich Ich nehme bin so kurz dumm. neu. Ja, egal, jetzt brauchen wir es auch nicht mehr vorbereiten. Bis dahin ist der Typ weg, Ja, Digga. gut, komm, Bis lass, ich ich da gebe ihm jetzt. jetzt das. Naja, gib ihm das. Besser wie gar nichts. Wird er zwar eh nicht mal mögen, aber ist mir jetzt auch wurscht. Der Ach, Arme ist. scheiße, Mann, da habe ich schon wieder gefettfingert. Egal. Diesmal Chalari zu spät zum Pilates. Ah, der andere ist aufgestanden. Gut, dann kann ich das wegwerfen. Gut. Dann warten, bis der auf ist. Oh, was ein stressiger Tag, Alter. Ja, aber es war der letzte. Ja. Also wahrscheinlich kann man die Demo einfach unendlich weiterspielen, aber es nützt ja nichts. Wir können ja nichts mehr Ja, leveln, es ist also nichts mehr bringt uns das Interessantes. nicht. Ne, Man man geht kann das jetzt nur noch das hier nur noch weiterführen, aber aufs mehr Geld gibt's ja gehen. auch. Ja. Ja, sag mal. Wären Sie mal fertig jetzt? Ich hab einen Karton Pommes zu viel gekauft. Egal, komm, ich brate den jetzt noch schnell raus, habe ich Bock drauf. Perfekt. Oh, ich will jetzt erstmal nach der Aufnahme mal kurz runterfahren, weil wir ja dann eh nochmal aufnehmen am Abend. Ha. Ey, weißt du, was wir mittlerweile zwischendrin eigentlich auch nochmal reinballern könnten? Was denn? Vielleicht die eine Mission in GTA. Ja, mal gucken. Oh. Wann wolltest du eigentlich aufnehmen? Ich habe jetzt mal so gesagt, dass man sich ab 18 Uhr trifft im Channel. Schon ein bisschen spät, oder? Na egal. Ja, wir können auch früher machen. Ich hätte halt 17 gesagt, oder? Ja, können wir auch machen. Ah, mach 17 ist so viel. Ich meine, wir haben heute Samstag, Digga. Komm, ich mache aus Jux nochmal überall ein Getränk rein, einfach weil ich Bock Also ich drauf habe hab. gesagt halt, dass wir am 18 aufnehmen wollen. Dann sollten halt dann alle da sein.
Scheiße. Gut, Leute, dann würde ich aber sagen, war's das für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und gerne einen Kommentar da lassen, ein Abo da lassen, sagen, wie es euch gefallen hat, ob ihr das noch öfters sehen möchtet oder, wenn das Spiel dann richtig rauskommt und. Und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüdelü mit Ü. Tschüss.